Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing. Match Attacks Premier League, Saison 17-18. Und wie bereits angedroht, angekündigt, wie auch immer, die erste von drei Mini-Tins, die ich hier noch für euch habe aus der Premier League-Serie. Inhalt 45 Karten, inklusive einer Gold-, Silber- oder Bronze-Limited Edition und 7 Shiny-Cards. Das Ganze für 6 Pfund oder 10 Euro. Hier dann die Limited Edition mit der Verteilung in jedem, in der achten Tinne Gold, in einer von acht eine Goldene, in zwei von acht eine Silberne und in fünf von acht eine Bronzene. Ja, genau. Und wir schauen mal rein, was uns die erste Mini-Tin so an Karten bringt. Wenn es über uns ist, werde ich so rum aufmachen. Genau. Dann sehen wir nämlich noch nicht, was das für eine limitierte ist. Ob es eine Gold, Silber oder Bronze ist. Wir werden sehen. Also, das ist die Limited Manchester City Forward. Dann haben wir einen Code hier. Nehmen wir auf der Seite. Und dann haben wir hier einen Haufen Base-Karten und hier hinten die Shiny-Cards. John Stones, Manchester City. Daniel Sturridge, Liverpool. Dann Awakened, Rob Holding, Arsenal. Danny Drinkwater, Chelsea. Dann Assist King, Kevin De Bruyne, Manchester City. Da muss ich sagen, schade. Das habe ich jetzt bei den Bundesliga-Karten schon lange nicht mehr gehabt, dass die Karte ganz schön weit nach links versetzt ist. Wenn man das hier sieht, der Rand ist rechts ziemlich groß und links ziemlich klein. Auf der Rückseite sieht man das noch besser. Die ist ganz schön, dass sie leicht schief drauf gedruckt ist. Schade. Und das auch gerade bei einer Powerkarte. Das kann ich mir nur ganz früher bei den Matchtex sehen, war das öfter mal der Fall. Aber das haben sie dann irgendwann abgestellt schon recht schnell. Umso trauriger, dass es hier immer noch so ist oder wieder so ist. Davidson, Sanchez, Tottenham. Fernandinho, Manchester City. Andrew Robertson, Liverpool. Laurent Koscielny, Arsenal. Jack Stephens, Southampton. Luka Milivojevic, Crystal Palace. Federico Fernandez, Swansea. David De Gea, Man U. Marco Arnautovic, West Ham United. Vicente Iborra, Leicester City. Kevin Wimmer, Stoke City. Ryan Fraser. Mal gucken. Was ist denn da oben? Bournemouth. Jonjo Shelvey, Newcastle United. Das kriegen wir nicht mehr an. Chris Wood, Burnley. Sebastian Prodl, Watford. Matthew Ryan. Albion. Dann haben wir hier noch Defender. Pedro Obiang, West Ham United. Danny Simpson, Leicester. Stoke City, Charlie Adam. Das war wieder hier Bournemouth. Simon Francis. Jonathan Hock, Huddersfield Town. Sam Vokes. B. Burnley. Andre Gray, Watford. Javier Manquillo, Newcastle. Dann Stephen Davis, das ist glaube ich Southampton. Ja! Johan Caballe, Crystal Palace. Angel Rangel ist in Spanien. Angel Rangel, wahrscheinlich eher der Rangel, Swansea. Ashley Williams, Everton.
Dann hätten wir hier einen Super Striker. Tammy Abraham Swansea. Christian Benteke. Oder Christian, wahrscheinlich Belgier. Christian Benteke. Oder so ähnlich. Crystal Palace. Dann Eric Bailey, Manu. Jamal Lascelles. Newcastle, genau. Ah, dann haben wir Leicester City, das Club-Logo. West Ham United Club-Logo. Dann Tom Heaton, Star Player für Burnley. Troy Deeney, Star Player für Watford. Dann Man of the Match, Alvaro Morata für Chelsea. Alexandra Lacazette für Arsenal und einen Club 100, Eden Hazard für Chelsea. 100 im Angriff. Ja, cool. Ich weiß nicht, ob jeder in der Club 100 drin ist oder ob wir Glück hatten, aber ich glaube, bei uns in der Bundesliga war ja auch immer in jeder Mini-Tin immer ein Club 100 drin, meine ich. Oder zumindest gab es da mal eine Serie, wo das der Fall war. So, die gucken wir uns gleich an. Was haben wir denn? Also wir haben eine Club 100 Karte, wir haben zwei Matchwinner, zwei Starplayer, einen Assist King, zwei Club Logos, einen Haufen Base Cards und eine Gold, Silber oder Lini Bronze. Und es ist Silber! Sehr schön! Das ist doch gut. Ein guter Anfang. Sergio Aguero für Manchester City in Silber. Sehr gut, dann können wir in den anderen beiden Mini-Tins, wenn wir Glück haben, noch die Bronzen und die Goldene rein. Also die Bronze wird leicht sein, die Goldene dürfte schwierig werden, mal gucken. Aber wir haben ja noch zwei Mini-Tins und ansonsten entweder tauschen oder weitere Mini-Tins kaufen. So, und wie auch schon bei den Multipacks, muss ich auch hier für den harten Schnitt entschuldigen. Aber auch hier dasselbe Spiel. Ich habe leider schon das Einzelvideo abgedreht, bevor ich entschlossen habe, dann doch alle drei Mini-Tins in einem Video zu machen, sodass wir jetzt hier die Aufstellung wieder haben, was aus der ersten Mini-Tin rauskam, zur Erinnerung. Das heißt zur Erinnerung, man sieht sie dann direkt, ich schneide sie direkt ans vorherige Video. Die Silberlimi von Sergio Aguero. Und ja, hoffen wir, dass wir hier dann noch Gold und Bronze drin haben. Wir machen das nächstes Mal die hier auf und schauen, was uns das so bringt. Wie gehabt, wir machen die so rum auf, damit die Karte nach unten zeigt und wir nicht sehen, was es ist. So. Nehmen wir die Metalldose mal beiseite. Dann machen wir die Karte aus. So. Die untere hier ist es, Manchester City. Dann sind das andere hier die Karte, und da kommen auch die ganzen Power-Karten. Die packen wir mal nach hinten noch hin. Dann machen wir die zum Schluss. So, also. Jeff Schlupp, Wilfried Boni, Michael Carrick, Mason Holgate. Dann haben wir hier ein paar, die auf dem Kopf stehen. Und die hier. Matthias Jorgensen, Younes Kabul, Jack Cork, Ashley Barnes, Shinji Okazaki, Eric Pieter, keine Ahnung, Charlie Daniels, Salomon Rondon, dann haben wir wieder ein paar, die auf dem Kopf stehen, Alexandre Lacazette, Timu Bakayoko, Harry Winks, Vincent Kompany, Mohamed Besic, Antonio Valencia, Roque Mesa, Cedric, André Ayew, Mark Albrighton, Jake Livermore, Peter Crouch, Nathaniel Chaloba, Alexander Mitrovic, Solly March, Chris Lowe, Ben Mee, Dusan Tadic, Etienne Capoue, Andros Townsend, dann das Club-Logo von West Ham United, schade,
doppelt. Club-Logo von Chelsea. Dann Star-Player Harry Kane. Die Star-Player hatten wir hier oben. Harry Kane Tottenham, genau. Dann Star-Player Sergio Aguero, Manchester City. Dann Man of the Match Ben Mee für Burnley. Man of the Match Sebastian Prodl für Watford. Ein Club 100, Gary Cahill für Chelsea. Nur ein paar Basekarten hier. Ilkay Gündoğan, Manchester City. Roberto Firmino, Alex Iwobi und Gary Cahill. Und dann zum Schluss nochmal einen Assist King. Wilfried Zaha für Crystal Palace. So, und dann die große Frage. Zweite Minitin. Und wir haben die Limi von Sergio Aguero für Manchester City. Bronze, Silber oder Gold? Und es ist Bronze. Schade. So, damit fehlt jetzt noch die große Goldene. Die große Schwierigkeit überhaupt, die jetzt zu bekommen. Gucken, ob wir genauso viel Glück haben wie bei den Multipacks. Hatte ich ja das Glück, dass ich zuerst das Multipack aufgemacht habe mit der Goldenen. Wobei ich natürlich auf der anderen Seite, wenn es hier so ist, natürlich die Spannung jetzt höher ist. Aber ganz ehrlich, mir ist das Ergebnis lieber hinterher als die Spannung, wenn ich ehrlich bin. Von daher, ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier die goldene Linie drin haben. So, ich gucke extra nicht. Ach, verdammt, jetzt habe ich beinahe schon was gesehen. Ich hoffe, ich habe schon eine Sache habe ich schon gesehen, aber ich habe nicht genau gesehen, was. Ich will es euch jetzt nicht verraten, falls ihr es gesehen habt. Aber mich habe ich schon so ein bisschen gespoilert, leider. Schade. Wobei, eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. So, wie gehabt, hier unten, die nehmen wir jetzt raus. So. Und dann würde ich sagen, wie machen wir das am besten? Hier sind die. Die packen wir en bloc nach hinten. Und machen erstmal hier durch. So. Hector Bellerin. Moussa Dembélé. Jermaine Defoe. Gabriel Jesus. Oder Jesus. Aleksandar Mitrovic. Solly March. Chris Lowe. Scott Arfield, Nathan Ake, Claudio Jakob, Manuel Lanzini, Kelechi Iheanacho, Lukas Fabianski, Anthony Martial, Phil Jagielka, Joel Ward, Leroy Sané, Joel Matip, Aaron Ramsey, David Lewis, Ashley Barnes, Roberto Pereira, Ciaran Clark, Behram Kayal, Johnny Evans, Mark Noble, Jordan Ibe oder Eib, Kasper Schmeichel, dann eine Codekarte, Leon Britton, Shane Long, Zlatan Ibrahimovic, Leighton Baines, dann haben wir einen Assist King, Christian Eriksen für Tottenham. Dann Alexis Sanchez, William, Kieran Trippier, Kevin De Bruyne, Alberto Moreno, dann Man of the Match, Darren Fletcher für Stoke City, nochmal Man of the Match, Islam Slimani für Leicester City, so. Dann ein Starplayer, Joshua King, für das Logo nicht? Ach, da oben. Bournemouth. Noch ein Starplayer, Ben Foster. Für Albion. West Bromwich Albion. Dann das Club-Logo von Watford. Und das Club-Logo von Burnley. Und keine Club 100. Sehr, sehr schade. Dann hoffe ich, dass das hier jetzt wenigstens jetzt die Goldlimie ist. Also. Und es ist Gold, Silber oder Bronze. Sergio Aguero für Manchester City in 3, 2, 1. Silber, schade. Ich hatte schon gesehen, dass es nicht Bronze ist, weil Bronze ja doch dann recht markant leuchtet. Ich habe aber nicht gesehen, ob es Silber oder Gold war, weil die beide recht hell leuchten. Schade, eine zweite Silber. Ich meine, es könnte schlimmer sein, es hätte eine zweite Bronze sein können, aber es hätte doch besser sein können, wir hätten die Gold haben können, um das Set komplett zu haben. Naja. Also werde ich mir wohl doch nochmal Mini-Tins kaufen müssen oder irgendwie ertauschen müssen mit anderen
Sammlern, dass ich vielleicht die silberne hergebe und vielleicht doch diverse andere Karten, um in die Gold-Limi ranzukommen. Naja, schauen wir mal. So, mal zum gesamtabschließenden Eindruck. Ein ganzer Haufen an Base-Cards, den wir hier haben. So, da. Dann hätten wir 1, 2, 3 mal Assist King. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Man of the Match. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Star Player. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Club Logos. 2 Club 100. Und 3 Limited Edition Cards. Zweimal Silber, einmal Bronze. Also eine recht gute Ausbeute, würde ich sagen. Wir hätten auch ganz schlimmes Pech haben können, hätten dreimal die Bronzen drin haben können. Von daher ist zweimal Silber, einmal Bronze eigentlich schon eine gute Quote. Definitiv. Gut, das war's zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Ansonsten danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.